Hallo miteinander. Ich bin der Sprecher im Hintergrund. Ich will hier keinen langweiligen Vortrag halten. Ich will Sie bloß durch dieses Video begleiten. Es ist mit Witz und auch theatralisch gemacht. Der Anlass? Am 2. Oktober findet jährlich die lange Nacht der Demokratie statt. Das ist eine bundesweite Veranstaltung, getragen von diversen Einrichtungen und Vereinen. Weshalb heißt sie eigentlich Nacht der Demokratie? In der Nacht sind alle Katzen grau und die Füchse sagen sich bekanntlich gute Nacht, wenn's dunkel wird. Aber was hat das mit Demokratie zu tun? Naja, Kritik an ihr gibt es viel, sogar sehr viel. Auf die werden wir in den kommenden Sendungen der Reihe Herrschaftszeiten genauer eingehen. Heute begleiten wir zwei Mitmenschen, die sich in der langen Nacht der Demokratie Gedanken machen. Darüber, dass sie sich von der Politik ausgeschlossen fühlen und ob sich daran etwas ändern lässt. Ja, dunkel ist's im Land. Und das, obwohl hier eigentlich Demokratie herrscht. Wovon redest du denn jetzt? Von unserem Freund und Helfer in dunklen Stunden. Von der Demokratie. Der Volksherrschaft. Meinst du uns? Ja, klar. Warum ist das so dunkel hier? Mach doch mal einer das Licht an. Wo ist denn der Schalter? Weiß ich nicht. Ruf nach Hilfe. Wen denn? Ja, da muss doch einer. Die Verantwortlichen machen gerade eine Sitzung. So genau wollte ich das nicht wissen. Nein, eine Sitzung im Ausschuss. Ausschuss? Ein Schuss und dann ist's aus? Du bist aber auch nicht der Hellste. Sie diskutieren dort ernsthaft, was für unsere Zukunft am besten ist. Darf ich mitmachen? Nein, du bist ja nicht gewählt. Wie, ich bin ausgeschlossen? Also Ausschuss oder Ausschluss? Schluss aus! Nein, du hast kein Mandat. Und nur diejenigen, die Räte sind, dürfen bestimmen, was bei uns passiert. Warum sollten andere sich das Recht rausnehmen, dabei mitzumischen? Ach so, und deshalb ist es hier dunkel. Weil die im Dunkeln sieht man nicht und dann stören sie auch nicht, stimmt's? Du meinst, die im Dunkeln sehen nichts. Aber da ist Licht am Ende des Tunnels. Da ist kein Tunnel. Doch, siehst du das nicht? Schau mal. Da hinten tut sich was. Da sitzen Leute und reden miteinander. Was da wohl los ist? Komm, wir schauen uns das mal an. Ja, wenn's heller wäre, dann könnten wir hinlaufen. Aber so stoßen wir doch bloß überall an. Warte, hier ist ein Kerzenlicht. Gehen wir, komm schon, trau dich. Aber du übernimmst die Verantwortung. Ja doch, komm schon, aufstehen und los geht's. Die beiden haben darüber gesprochen, dass nur Mandatsträger bestimmen dürfen, was im Land passiert. Aber so ganz stimmt das nicht. Mit Hilfe von Petitionen oder Volksbegehren können die Menschen ihre Forderungen einbringen. Oder sie gehen demonstrieren. Können gewählte Parlamentarier wirklich immer die Mehrheitsmeinung der Bürger vertreten? Die lange Nacht der Demokratie ist der perfekte Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, ob die schon bestehenden Partizipationsmöglichkeiten ausreichen. Denn unsere Staatsform kann so facettenreich sein. Aber begleiten wir die beiden doch weiter, um zu erfahren, was sich dort am Ende des Tunnels tut. Also wirklich, die da oben, die machen, was sie wollen. Ich finde, dass jeder was zu sagen haben sollte. Die Demokratie müsste sich, naja, demokratisieren. Das klingt total schräg, aber du hast schon recht. Nur Möglichkeiten gibt es ja schon. Du meinst dieses Bürgerbegehren, oder? Ja, wenn sowas bundesweit eingeführt werden würde, dann könnte man wirkliche Veränderungen im Land bewirken. Ach, träum weiter. Ein paar Tage später ist das jeweilige Thema wieder vergessen. Da kümmert sich denn keiner mehr drum.
Gerade bei der langen Nacht der Demokratie ist das Tagträumen erlaubt. Würden bundesweite Volksbegehren, die erfolgreich waren, anschließend im Volksentscheide überführt, wäre ein politischer Wandel im Sinne der Bevölkerung so gut wie sicher. Solche Volksinitiativen stoßen ganz nebenbei das Gespräch unter den Bürgern an und sensibilisieren die Menschen dafür, sich über politische Themen Gedanken zu machen, um sich eine Meinung bilden zu können. Die Bevölkerung kann auf Missstände und auf von den Politikern außer Acht gelassene Themen aufmerksam machen. Und das Beste ist, das Ganze ist nicht nur ein tolles Gedankenexperiment. Die Initiative Abstimmung 21 hat in diesem Jahr die erste deutschlandweite Volksabstimmung gestartet. Darauf gehen wir in einer der kommenden Sendefolgen näher ein. Aber schauen wir mal, welche Ideen sonst noch so im Bürgerhaus entstehen. Okay, du hast ja recht, es funktioniert alles nicht. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich ein Projekt in meiner Kommune finanzieren will? Und dafür müsste ich dann einige Scheine hinblättern. Wie soll ich das als einfache Bürgerin finanzieren? Du hast mich angesteckt mit deiner Idee. Gib nicht so schnell auf. Vielleicht könnte man uns dafür ein Budget zur Verfügung stellen. Und in welcher Tasche landet das dann? In keiner Tasche. In einer Bürgerkasse oder so. Wenn das mal nicht utopisch ist. Utopien sind genau das, was wir brauchen. Solch eine Überlegung gibt es sogar bereits. Sie nennt sich der Bürgerhaushalt. Den gibt es schon in einigen Ländern und auch in deutschen Städten, zum Beispiel in Ingolstadt. Hier wird das Volk mit einbezogen, wenn es um öffentliche Einnahmen und Ausgaben geht. Dabei kann der Einzelne sogar Themenvorschläge für Projekte machen, die dann bei genug Zuspruch sogar umgesetzt werden können. Die gewählten Politiker entscheiden dann, welche Vorhaben realistisch und machbar sind. Aber wie soll man das alles verwalten? Da hat jeder gleich hunderte von Ideen, wo mal alles entstehen soll. Wie soll man das steuern? Das geht doch nicht. Homeoffice kennst du noch, oder? Ja. Ja, dem Teammeeting zuhören und dabei im Bett liegen? Dabei einschlafen trifft's eher. Ja, aber solche Videochats, Online-Konferenzen, das kennst du doch. Die beiden sind schon auf dem richtigen Weg. Aber auch hier ist die Entwicklung bereits fortgeschritten. Es gibt eine digitale Plattform namens Konsul. Das ist eine Software, die speziell auf die Beteiligung von Bürgern am politischen Geschehen ausgerichtet ist. Paris, New York, Madrid und viele weitere Städte nutzen dieses Angebot bereits und auch in München könnte es bald soweit sein. Mit ihr kann von der ersten Debatte bis hin zur finalen Abstimmung alles realisiert werden. Kurz gesagt, mit diesem Softwareprogramm haben Bürger und Behörden ein sicheres und zuverlässiges Instrument zur gemeinsamen Partizipation. Die sollen aber doch nicht alle einschlafen, wenn das alles nur im Internet geschieht. Du brauchst gar nicht reden. Was bei uns politisch geschieht, geht uns doch alle was an. Da müssen wir wachsam sein. Da können wir doch nicht nur mit Online-Tools arbeiten. Dann eben ein Offline-Tool. Irgendwas, wo die Leute sich real treffen und diskutieren können, vielleicht Vorschläge machen und so. Wenig Abstand wie möglich halten, wenn es um gemeinsame Ziele geht. Ach, Gottes Willen, nein, also wirklich Sauerei. Ich muss jetzt hier das sauber machen für euch. Dankeschön. Ach, ist das so furchtbar. Nee, immer ich. Ich hab's. Ein Bürgerrat. Bürgerräte gibt es bereits in mehreren Ländern und in 6 deutschen Städten. Wie ein solcher Rat funktioniert, kann am genauesten der Verein mehr Demokratie erklären. Wie wäre es, wenn bei den großen Fragen unserer Zeit wirklich alle mitreden? Wenn Leute miteinander Antworten finden,
die sonst nicht einmal miteinander sprechen würden. Wenn diese Antworten von der Politik gehört und beachtet werden. Genau das passiert in einem Bürgerrat. Die Teilnehmenden werden zufällig ausgelost, zum Beispiel mithilfe der Einwohnermeldelisten. Jede und jeder hat die Chance, dabei zu sein. So kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, ältere und junge, Leute ohne Bildungsabschluss und mit Hochschultitel, mit oder ohne Migrationshintergrund, Frauen und Männer, vom Land und aus den Städten. 100 Ausgeloste genügen schon, in einer Gemeinde sogar 15 bis 20, um die Gesellschaft im Kleinen abzubilden. Das Losverfahren hilft, eine Gruppe von Menschen zu bilden, die wirklich die Breite der Bevölkerung widerspiegelt. So werden nicht nur die lautesten, aktivsten Stimmen gehört, sondern Menschen aus allen Bereichen des Lebens kommen zu Wort. Außerdem treffen vielfältig zusammengesetzte Gruppen bessere Entscheidungen. Ein Bürgerrat befasst sich mit einer großen Fragestellung. Zum Beispiel, wie kann das Pflegesystem in Deutschland verbessert werden? Oder wie können wir angemessen auf die Klimakrise reagieren? Die Antworten, die der Bürgerrat findet, sollen ein Wegweiser für die Politik sein. Oft werden Bürgerräte von der Politik beauftragt. Sie zeigen Parlament oder Regierung, welche Ideen und Vorstellungen die Menschen im Land haben. Manchmal werden Bürgerräte auch durch Vereine oder Bürgerinitiativen angestoßen, weil die Menschen sich wünschen, dass eine bestimmte Frage gemeinsam bearbeitet wird. Auch in den Gemeinden gibt es Bürgerräte, zum Beispiel vom Gemeinderat, einem Bürgermeister oder einer Bürgermeisterin einberufen. Die Teilnehmenden des Bürgerrats treffen sich mehrmals, zum Beispiel an mehreren Wochenenden oder Abenden. Alle kommen an einem Ort zusammen. Aber es funktioniert auch, wenn alles online stattfindet. Bei ihren Treffen besprechen sie die ganzen verschiedenen Aspekte, die wichtig sind, um die große Fragestellung zu beantworten. Damit die Ausgelosten das mit voller Aufmerksamkeit tun können, wird rundum für alles gesorgt. Unterkunft und Verpflegung und Reisekosten werden übernommen. Falls nötig, gibt es technische Unterstützung und Kinder oder Angehörige werden betreut. Auch bei der Diskussion bekommen die Teilnehmenden Unterstützung. Ein gut geschultes Moderationsteam sorgt für einen sinnvollen Ablauf. Die Themen des Bürgerrats werden durch ganz unterschiedliche Fachleute und Betroffene so verständlich erklärt, dass alle Teilnehmenden sich ein Bild davon machen können und das notwendige Fachwissen haben. Die ausgelosten Menschen können auch Rückfragen stellen und dann beginnt die Diskussion. Die Mitglieder des Bürgerrats diskutieren in kleinen Gruppen von 5 bis 7 Personen. Diese Gruppen werden in jeder Runde neu zusammengestellt. Moderatorinnen und Moderatoren achten darauf, dass alle zu Wort kommen und dass freundlich und fair miteinander gesprochen wird. Am Ende werden alle Empfehlungen aus den kleinen Gruppen und zu den einzelnen Themen zusammengetragen. Alle Ausgelosten stimmen über die einzelnen Vorschläge ab. So entstehen die Empfehlungen an die Politik, ein sogenanntes Bürgergutachten. Das fertige Bürgergutachten wird an die Politik übergeben. Die Bürgerrat-Teilnehmenden erhalten Rückmeldung, was mit ihren Vorschlägen passiert. Bei einem Bürgerrat arbeitet das ganze Land im Kleinen zusammen, auf Augenhöhe, mit viel Zeit und intensivem Austausch. Alle Bevölkerungsgruppen sind gut vertreten. Das gibt es sonst bei keinem politischen Verfahren. Die Politik bekommt durch einen Bürgerrat nicht nur ein kurzes Blitzlicht, wie bei Umfragen, sondern wohlüberlegte, mehrheitsfähige Vorschläge. Bürgerräte schlagen Brücken. Sie verbinden die Menschen miteinander und mit der Politik. Bürgerräte helfen uns als Gesellschaft, Zukunftsfragen gemeinsam zu lösen. Das hört sich doch gut an. Das ginge doch auch in unserem Landkreis. Und es gibt noch viele andere Ideen. Zum Beispiel die Gründung sozial orientierter Genossenschaften oder die Gemeinwohlökonomie, die unsere Wirtschaft auf einen menschenrechtsorientierten Weg führen kann. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Machen Sie mit. Lassen Sie uns lange Tage der Demokratie gestalten. Ich bin dabei. Ich auch. Sie auch? Wenn ein Politiker nicht in der Utopie beheimatet ist,
dann ist er bloß ein Verwalter des Alltags, sagte der Philosoph und Bürgermeister der Stadt Kingersheim im Elsass, Josef Spiegel, und setzte diese Ideen um. Kann die dort seit Jahren funktionierende Bürgermitbestimmung ein Vorbild für Bruck abgeben? Darüber diskutieren wir in einer der folgenden Sendung mit dem Fürstenfeldbrucker Stadtrat und Referenten für Bürgerbeteiligung. Bis dahin wünschen wir allen Demokratiefreunden eine gute Zeit.